Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Na, dann willkommen zurück. You want me to fight with you? Part 5 oder so. Schauen wir erstmal. Wir müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen was upgraden. Waffe scheint noch in Ordnung zu sein. Eine Rüstung, die ist besser. Nee. So, ich denke mal, so sehe ich jetzt aktuell aus. Habe ja viel zu lange gebraucht hier in diesem blöden Menü. Schneide ich bestimmt alles wieder raus. Endlich Training. Arranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the throat at your opponent. Ooh. Come on, douchebag. You let it slip right through your fingers. Try again. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic and throw it at your opponent. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malgadin! Malgadin, could you come help us with something? Don't have to take this, come see. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! You threw that shit right in Scott's face! Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. Okay. Das ist das If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the oven forest. Let us find the bard and bring him to justice! Make haste to the giggling donkey! Warum haben die mich nicht mitgenommen? Okay. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Inside. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Na dann, schauen wir uns das mal an. Der Bard. Reichlich dunkel hier unten. Moment. Abilities können wir aufwerten. Was macht man? Ja, machen wir das. Gut. So, jetzt aber. Befürchte es. Ist hervorragend. Sehr schön, was war hier alles? Hello? Oh.
Oh, Jesus, it's the bull! Oh, shit. Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Douchebag, it's a trap! You should never come here, humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Also, man muss also ihm weiterhelfen. Dann. Möge der Kampf beginnen. She didn't talk much, but boy did she swallow. Bitte nicht auf den Text des Liedes hören, ja. Oh, shit. Warum kann ich hier noch nicht... Achso, ich brauche da die... We're still doing this, right? Ja, mach mal. Okay. Ja, nehmen wir den oder... Ja, probieren wir das einfach mal. Naja. Das geht ja gut los, ne? Auch das hat nicht viel gebracht. Ganz schön viel Show hier. Come on, zwei auf einmal. I have a nice lance that she set upon. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Der Text ist ja der letzte. Erstmal schnell ein bisschen heilen. Probieren wir mal einen von den Bogenschützen. Oder. Nee, lieber den hier vorne. That didn't count. Shit. Und dabei war ich so gut vorher. Shit. Oh nein, war das. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Immer noch keine Energie. Gut, okay. Probieren wir erstmal. Vielleicht kann man irgendwie. Moment, ja genau. Wusste ich doch. Gut, dass ich das dabei habe, ne? Das ist wieder am Start. Der könnte mich ja dann noch später heilen. So. Nee, Pfeil und Bogen brauchen wir für den. Ah, Motherfucker! No, 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 no! I'll say that! Das könnte. Oh, shit. Oh nein. I have a nice lance that she set up. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Tja, probieren wir mal Butters noch zu erwecken. Ja. Let's go, asshole! Ja, ja, ja. Puh. Tja. Immer noch keine. You're not waiting on me, are you? Nee. Don't forget to tip your serving wench. You're straight tripping, son. Ooh, tricky, tricky. Schnell mal eben heilen. Und dann, Moment, wenn wir jetzt hier den Hammer einsetzen. Hurry up! Shit, können auch die anderen beiden nicht auswählen. Probieren wir das mal, ne? Feel my righteous fury. Oh, it's on. Ja, den haben wir fast geschafft. Oh, shit. Oh! Mensch, Mensch, Mensch. Oh nein, Doppelpfeil. Oh. Ach. Ich befürchte ja. Scheiße.
Das ist ja ein ganz schön heftiger Kampf hier. Probieren wir erstmal wieder. Wie viel haben wir da noch? 4, naja. Hoffentlich reichen die. Wenn das so weitergeht, wird's knapp. So, Pfeil und Bogen für den blöden Mann hier vorne. Furzattacke ist immer gut. So, jetzt schnell mal eben heilen. Genau, immer wieder gut. Und jetzt probieren wir einfach mal den Typ. Ach, scheiße, Alter. Tja, dann bleibt uns ja nur noch der Hammer, ne? Ja, das hat ordentlich Schaden angerichtet. Ich vermute mal, die schaffen wir jetzt ein bisschen schneller. Shit. Nicht getroffen. Oh. Mist. There once was a maiden in Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Okay, schnell mal eben heilen, damit er uns dann wiederum heilen kann. Aber wie gesagt, ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr allzu lang alles. Nimm mal Pfeilbogen. Ja, probieren wir das mal. Das hat jetzt weniger Schaden angerichtet irgendwie. Schade. There you go, Al. So, ist das richtig? Eine kleine Hammer-Attacke, bitte. Danke. Einer bleibt noch. Zur Vorsicht, ja. Wir haben zwar nur noch einen. Und der müsste eigentlich auch gleich erledigt sein, aber man weiß ja nie, ne? Probieren wir das mal damit. Im Moment, hat er da nicht gerade noch weniger? Naja, egal. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Ja, ich verschwende hier ganz schöne Heilpakete, aber ne. Wollen ja auch hier gewinnen. Jetzt probieren wir das mal. Nee. Doch lieber Pfeil und Bogen. Ist mir sonst zu riskant jetzt. Ja, den haben wir hoffentlich jetzt gleich geschafft. Ja, das hat ein Stück gedauert, ne? Oh nein! Noch mehr Kämpfe. Kommen wir irgendwie an denen vorbei? Moment mal, irgendwie müssen wir jetzt aber erst was hier in die Luft jagen. Momentchen mal. Nee, dahin kommen wir auch nicht weg. Schade. Irgendwie bringt das gar nichts, aber ist lustig. Nee, ich glaube, da müssen wir irgendwann in die Luft jagen, ne? Weil irgendwie. Ja, ich vermute mal, dass wir hier. Ja, müssen wir unsere Furzwaffe einsetzen. Moment. Das ging daneben. Moment. F, G, E. Ah ja, okay. Es ist noch ein bisschen tricky, die ganzen. Ja, ne? Ist auch schon spät. Irgendwie mitten in der Nacht, um 2 oder so. Moment. Ich will doch arbeiten. Wird das heute noch was? So, Momentchen. Shoot. Das ist jetzt die Body? Nee, Moment. Jetzt. So. Oh, jetzt haben wir es. G. Die G-Taste und die Q-Taste. Shit. Moment. Jetzt muss auch mal. Man muss auch richtig zielen. Nimm mal, was war denn da alles? 600 DPI.
1200 DPI. Jetzt wisst ihr übrigens auch, welche DPI-Settings ich habe. Ich nutze übrigens die Rocket Cone Extended momentan. Da gibt es ein lustiges Programm, die dir die DPI-Zahlen und auch das Profil ansagt. Das ist toll. Moment. Ja, ja, Momentchen. Fuck you, asshole! Shit, wir müssen das noch was bekämpfen. Schon wieder drei. Genau, sag ich auch. So, also unsere Spezialkräfte können wir irgendwie wieder nicht einsetzen. Auch nicht schlimm. Nehmen wir Pfeil und Bogen und versuchen erstmal den da hinten auszuschalten, weil der ist ja immer der Heiler. Yep. Ja, das hat ordentlich Schaden angerichtet, ne? Warum kann man den nicht auswählen? So ein Mist. Wie nehmen wir denn jetzt? Naja. You're mine now. Der Typ da hinten geht mir echt auf den Keks. Den müssen wir erstmal ausschalten. Fahr einen Bogen bitte. We're still doing this, right? Ja, ja, ja. Was? Ja, wir sollten erstmal. Ja, probieren wir das mal. Nee, probieren wir das mal. Mist, das hat nicht funktioniert. Ich muss nochmal gucken. A und D irgendwie, naja. So ein Mist. Oh, shit. Oh. Den müssen wir echt ausschalten. Der ist ja echt doof. Funktioniert immer. Meine Lieblingsattacke. So mal eben schnell heilen, sonst geht's zu schnell dem Ende entgegen. Ganz schön tougher Kampf hier. Eieiei, wen nehme ich jetzt? Der. Meiner. Das hat so gut wie keinen Schaden angerichtet. Oh, oh, oh. Tja, was nehmen wir denn? Ganz schön tougher Kampf hier. Pfeil und Bogen für den da hinten. Den müssen wir echt mal. Geschafft. Mist. Blöd, Mann. Ja, probieren wir das mal. Mal eben heilen. Ja, das funktioniert immer ganz gut, das Zusammenspiel zwischen Butters und meinem Hauptcharakter. Dafür ist die Waffe von Butters manchmal nicht so. Obwohl, jetzt ging's ja, ne? Also das Feedback, ob nun eine Abwehr funktioniert oder nicht, könnte besser sein. Man weiß immer nicht so recht, was wirklich passiert. Also man bekommt nicht so richtig mit, ob man nun wirklich die Taste richtig gedrückt hat oder nicht. Also zumindest geht es mir so, wenn ich irgendwas da nicht richtig verstehen sollte, einfach einen Comment mal Bescheid geben, was ich falsch mache oder was ich nicht sehe, was man sehen müsste. Ja, ja, hurry up, hurry up. Wen nehmen wir denn jetzt? Den Furzattacke. Den haben wir fast geschafft, ne?
Oh, shit. Stimmt, der... Oh. Nicht gut. Ja, ja, ja. Eat shit. Shit. Haben wir noch was zum Wiederbeleben? Oh, oh. Sieht scheiße aus. Doch, da haben wir noch. Der wird ab. Müssen wir einen Pfeiler nehmen. Ja. Den sollten wir mal erledigen. Komm. Müsste es jetzt tun. Yep. Nix gibt's. Heute nicht. So, jetzt müssen wir aber das langsam mal hier schaffen. Das ist ja jetzt, wird langsam langweilig hier. Come on. Shit, zu früh. Ich. Naja, fast geschafft. Sollten wir nochmal schnell heilen, nur für den Fall der Fälle. Könnte sich ja nur noch um Stunden handeln, ne? Man weiß ja nie, wie langsam ich jetzt hier noch... Ach, keine Abilities. Ich jetzt bin... So, jetzt müssten wir mal hier... Ach, shit, wieder zu früh. Sollten wir Hammer nehmen? Ne, Pfeilenbogen ist, glaube ich, besser. Müssen wir nicht so weit laufen, außerdem. Oh, shit! Die, asshole! Ah. No, 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 no! Hey, was machen wir denn da jetzt? Lass mal schnell heilen. Ha. Das ist jetzt ja trickreich. Aha, normale Attacken funktionieren sozusagen. Oh, shit. Oh, the pure butters. Aber wir haben ja noch, ja, ich befürchte bloß, die verschwende ich jetzt hier. Die könnte ich später vielleicht noch gebrauchen. Aber naja. Ach, keine Abilities. Tja, normale Attacke muss es dann wohl tun. Ach, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Genau. Warum habe ich da jetzt nicht dran gedacht, dass er... Naja. Das wird nicht als bester Kampf der Geschichte in die Geschichte eingehen oder so. Das ist ja... Eieieiei. Aber es macht Spaß. Das ist der Hauptbestandteil dieses Spiels. Nee. Hier können wir auch gerne Tipps in den Comments hinterlassen, wie ich das hier verbessern kann. Ne? Ging ja nicht so. Shit. Naja. Aber fast geschafft. Einen Schlag noch und dann dürfte das geschafft sein. Puh, naja, hat ein bisschen zu lang gedauert für meine Geschmäcker, aber naja. Okay, wie kommen wir jetzt da? Nehmen wir erstmal alles mit. Ja, ich befürchte, ich teile das jetzt hier nochmal auf und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich brauche mal einen Kaffee oder so, ja.